Hallo liebe Leute, heute geht es mal um ein paar Pflanzen. Und zwar geht es hier um die Amaryllis, die ja jetzt im Winter blüht. Und botanisch ist das ja gar keine Amaryllis, sondern eine Hippeastrum. Aber jeder kennt sie als Amaryllis oder Ritterstern. Ja, warum bin ich jetzt auf die Idee gekommen? Ich habe mal ein paar Videos angeguckt, weil ich mich auch mal ein bisschen kundig machen wollte, was es so für Farben gibt und so weiter. Ja, es werden viele Tipps gegeben, die stimmen, aber auch nicht unbedingt so sein müssen. Die Amaryllis ist im Prinzip eine kinderleichte Pflanze, ähnlich wie die Schildkröten, aber es gibt eben Leute, die haben Kontrollzwang und können es leider nicht vertragen, ihre Pflanze mal ein Vierteljahr nicht zu gießen. Und dann blühen sie nicht. Ja, wie pflegt man also eine Amaryllis? Also zuerst mal etwas Grundsätzliches. Es gibt verschiedene Farben. Hier haben wir heute eine weiße, hier kommt eine dunkelrote. Die blühen jetzt so nach und nach auf. Ich habe drei Fensterbänke voll damit, deswegen mache ich immer mal ein paar in die Vase, damit hier auch in der Küche welche stehen. Ja, Amaryllis sind in allen Teilen giftig, deswegen also bitte nicht essen, aber ihr braucht keine Angst zu haben. Man kann die angreifen, man fällt nicht tot um und ich habe auch immer schon Katzen, die gehen da auch nicht ran. Sei denn, man hat vielleicht eine Stubenkatze, da weiß ich es nicht, aber jedenfalls eine Freigängerkatze geht da nicht ran. Die sind ja auch nicht blöd. So, ja, also so eine Amaryllis hat im Prinzip drei Wachstumsphasen. Meistens, wenn man eine kauft, und heutzutage kann man ja welche kaufen, das war früher nicht so. Ich kenne die noch aus meiner Kindheit, da hat man getauscht, Brotzwiebeln abgemacht und wir haben sogar mal welche aus Samen rangezogen. Aber jetzt stehen die in jedem Gartenmarkt. Leider werden sie auch ziemlich vergewaltigt. Ich würde ja den Tatbestand der Pflanzenquälerei einführen. Die werden irgendwie nur eingewickelt und in Wachs eingetaucht und sonst was von Käse. Pflanzen gehören in die Erde. So, Punkt. Dann werden sie weggeschmissen. So eine Amaryllis hält 40 Jahre mindestens. Also ich habe welche, die sind mindestens schon 40 Jahre. Was macht man damit? Wenn man sie kauft, sind sie meistens schon mit Blüte. Zeige ich euch dann mal, wie das alles aussieht, aber nur mal ganz kurz. Phase 1 ist die Blühphase, daran schließt sich die Vegetationsphase an, weil erst kommen die Knospen und die Blüte, dann die Blätter. Heißt, solange die Blüte nicht raus ist, brauchen wir auch nicht düngen. Aber wenn sie dann Blätter hat, geht's los. Also, erst Blüte, Blätter und dann ganz wichtig, einfach im August aufhören zu gießen. Dann lässt man das Ding stehen, bis die Blätter von alleine verwelkt sind. Die schneidet man nicht ab, die ziehen sich ein in die Pflanze, in die Zwiebel. Das sind ja wieder Nährstoffe, die in die Zwiebel rein müssen. Und dann, wenn die welk sind, kann man dran ziehen, dann gehen die ganz leicht ab. Da braucht man nichts schneiden. Dasselbe bei der verblühten Blüte. Es sei denn, man hat sie abgeschnitten für die Vase, aber ansonsten lässt man alles dran, warten, bis der Stiel eingetrocknet ist und dann geht er auch ganz leicht raus. Wichtig ist nur, wenn sie verblüht sind, dass man dann hier hinter der Blüte, zeige ich euch nochmal an dem Namen, hinter dem Knoten die verblühte Blüte abzwickt, damit keine Samen sich bilden. Es sei denn, man will Samen haben. Aber wenn sich Samen bilden, geht die Kraft wieder in die Samenproduktion und wenn man das abzwickt, dann tut der Stiel einfach verwelken und man kann ihn ganz leicht rausziehen. Also hier, wenn die Blüten schlaff werden, sieht man schön, die verlieren dann auch die Farbe. Hier ist der dicke Knoten, der Fruchtknoten und dahinter werden die dann einfach abgezwickt. Zwack, fertig. Kann man mit einer Schere machen, ich zwick die einfach so ab, das bricht ganz leicht ab. Damit die keine Fruchtkörper bilden. So, also hier ist jetzt der Fruchtknoten und dann nimmt man das einfach hier so und zack, bricht das ab und fertig. Entsorgen, Hände waschen, gut. Ja, also, das Problem ist, dass die schön blühen,
aber dann, wenn die nur noch Blätter haben, eigentlich ziemlich bescheiden aussehen. Und ich lasse die aber das ganze Jahr dort stehen, wo sie sind. Das ist gleich im Sommer ein schöner Sonnenschutz, weil die Blätter sonst umfallen, abknicken und so weiter und so fort. Also wenn die einmal stehen, stehen sie und so lasse ich sie stehen. Also wie gesagt, fangen wir mal an. Ihr kauft eine, da ist die Blüte schon zu weit raus. Gießen, ganz normal gießen. Nicht ersäufen. Einfach wie jede andere Pflanze normal gießen. Dann wird sie blühen. Wenn die Blätter raus sind, sagen wir mal 10 cm, dann kann man alle 14 Tage düngen. Also ich pfeife einfach Düngestäbchen rein, dann spart man sich das. Die halten erst einmal ein Vierteljahr oder so. Oder noch länger. Und dann wird ganz normal gegossen bis Sommer, Mitte August. Und in Mitte August fängt man einfach an, Schluss, wird nicht mal gegossen, kein Tropfen mehr, bis die Blätter von ganz alleine verwelken, komplett. Und wenn alle Blätter weg sind, also wie gesagt, jedes verwelkte Blatt geht dann ganz leicht abzuzupfen, dann lässt man die stehen. Man kann die natürlich irgendwo anders hinstellen. In der Zeit brauchen die weder Licht noch großartige Wärme, sind aber tropische Pflanzen, ne? Also nicht Frost ist nicht gut. Ich lasse einfach stehen, wo sie sind. Warum soll ich sie wegräumen? Was soll der Quatsch? Dann räume ich sie wieder hin. Also bei mir stehen die, wo sie sind. Stöpfe sie auch nicht jedes Jahr um. Wenn man gute Erde hat, ich nehme immer Maiwurfshügelerde, dann die Düngestäbchen rein, da können die 3-4 Jahre drin stehen bleiben. Es sei denn, sie haben dicke, fette Jungzwiebeln bekommen, na, dann muss man sie rausmachen. Ja, wenn sie dann abgetrocknet sind, sagen wir mal so, Oktober, dann könnte man sie umpflanzen, nimmt man sie raus, macht sauber. Manchmal trocknet außenrum die Haut ein bisschen ab, wie bei einer Zwiebel. Das kann man dann alles abmachen, das lockere Zeug. Und wem es nicht gefällt, kann sie oben glatt schneiden. Ich mache es meistens nicht. Da hält die Blüte dann besser, wenn die nicht ganz so frei steht. So, jetzt gucken wir uns noch ein paar Zwiebeln mal an. Und ja, dann seht ihr, wie das dann aussieht. Dann lässt man sie nämlich so lange stehen, bis von ganz alleine die Knospen kommen. Aber nicht gießen. Maximal, sagen wir mal so im Dezember, wenn man denkt, jetzt könnte es losgehen, einmal angießen. Aber dann wieder Ruhe. Warten, bis die Knospen so weit raus sind und dann vorsichtig anfangen zu gießen. Und mehr ist da nicht. Aber die meisten Leute haben Angst, die gießen sie halt immer wieder. Nee, einfach im August aufhören, kein Tropfen mehr. Schluss, aus, bis alles einwelkt. Und dann geht es von ganz alleine. Immer weiter. Es gibt natürlich Sorten, die Holländer und so weiter, die haben ja Züchtungen, die halten nicht so lange. Also ich warne auch hier vor Gefilden und so, das sieht zwar alles, naja, ich bin ja kein Freund von den gefilden Sachen. Und, aber die Roten und die Weißen, ja, die halten ewig. Nur so ganz besondere Formen. Und nicht verrückt machen lassen, hier, das ist angeblich eine gelbe, stand drauf, gelbe, extra von Holland mitbringen lassen, gelbe Amaryllis. Ja, hier. Die sind vielleicht immer ein bisschen ich sag mal immer so ein bisschen Schlüpfer, gelb, aber gelb kann man nicht dazu sagen. Und sonst noch verrückte Farben, habe ich da schon gesehen auf die Etiketten, da kann man nicht danach gehen. Am besten halten sich die Roten, gibt es Rote, Dunkelrote, Hellrote, also alles Mögliche und ganz Weiße. Okay, so, dann wünsche ich euch viel Erfolg. Ich zeige es euch auch mal im Herbst noch, wenn ich mal welche umtöpfe, wie das gemacht wird. Alles kein Hexenwerk. So wie die jetzt sind im Bild, seht ihr es ja oben. Zwei Drittel gucken raus, ein Drittel in der Erde. Und vielleicht so ein Daumenbreit ringsrum am Töpfrand reicht. Und da gedeiht die. Gut. Dann gucke ich mal vielleicht noch ein paar aufblühen. Dass ich noch mit das Nein schneide in das Video. Aber die Tipps habe ich hier als erstmal angebracht. Also viel Spaß bei den Rittersternen. Hippeastrum. Oder Amaryllis, so kennt sie halt jeder. Macht's gut, euer Radaubruder Ari. So, hier seht ihr das, wie die einfach auf dem Fensterstock stehen. Wie gesagt, Hippeastrum, hier steht's dran. Das ist noch eine gekaufte, beziehungsweise habe ich geschenkt gekriegt. Und das sieht man schön.
hier, das könnte man ein bisschen tiefer abschneiden, muss man aber nicht. Und hier kommt jetzt die Knospe raus, das merkt man auch, ob das eine Knospe ist oder ein Blatt. Denn eine Knospe ist richtig dick und fett. Und hier dauert es noch. Ne? Und so tief gräbt man die ein, das zwei Drittel oben rausgucken. Und ansonsten wartet man jetzt, bis die Knospen kommen. Wenn die Knospen so weit raus sind, dann fängt man an, leicht zu gießen. Nicht überschwemmen, denn sie haben ja noch keine Blätter, die das Wasser aufnehmen und verdunsten, aber vorsichtig immer schön feucht halten. Hier, das ist jetzt die, die ich abgeschnitten habe. So bleibt das stehen. Und bei der, so, könnt ihr schon mal gucken hier, was das für lange Ruten wären. Ja, ist ein bisschen gegen das Licht, aber man sieht es schon. Das ist halt, je dunkler es ist, umso länger werden die, also immer schön hell stellen. Hier kommt auch der zweite Knospe. Hier. Und hier ist jetzt so ein vertrockneter Stiel. Also eine alte Blüte. So lange bleibt es einfach stehen und jetzt ist das so locker, hält man hier fest. Zieht das raus, fertig. Wegschmeißen. Und auch bei der sieht man jetzt hier schön, kommt jetzt hier die Knospe. Warte ich noch ein Stück, bis die ungefähr so ist und dann geht das Gießen los. Ja, wie gesagt, bei mir stehen die alle auf dem Fensterstock, bleiben sie auch stehen und trotzdem blühen sie zeitlich versetzt. Und so soll es auch sein. Man kann das manipulieren, indem man die jetzt kalt stellt, irgendwo in den Abstellraum. Und wenn man sie dann blühen lassen will, holt man sie ins Warme. So macht das im Prinzip die Gärtnereien. Ne? Deswegen gibt es die auch das ganze Jahr über. Das kann man machen, muss man aber nicht. Die einfachste Sache ist, stehen lassen, wo sie sind. Nochmal gießen. Und ab Mitte August, Stopp, Schluss, aus, nicht mehr gießen. Warten, bis alles eingewelkt ist. Und warten, bis dann wieder die Knospen kommen. Dann merkt man dann schon, wenn die dann in der Ruhe sind, dann werden die auch ein bisschen schlaff. Und wenn die wieder Knospen bilden, werden die wieder dick und straff. Also ich tue sie einmal kurz angießen und dann lasse ich sie aber stehen, bis die Knospe kommt. Dass die Erde nicht so ganz staubtrocken ist. Ne? Ja, und hier haben wir noch ein anderes Fenster. Das seht ihr, komischerweise, hier sind schon die Blätter raus. Und auch hier habe ich heute erst abgeschnitten. Da ist so viel Wasser drin. Das müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr das jetzt alles abschneidet, das fehlt ja dann der Zwiebel. Das Wasser macht dann alles wieder zurück in die Zwiebel. Hier kommt schon die zweite Knospe. Ja, hier seht ihr die langen Riemen. Und die Blätter eben, wenn man die jetzt mehr würscht, dann knicken die ab und die stellen sich dann auch nicht mehr auf. Deswegen lasse ich die stehen, wo sie sind. Hier seht ihr es auch nochmal hier. Fängt er schon langsam an welk zu werden und wenn er dann trocken ist, dann hier zieht man den einfach so raus und da braucht man nichts schneiden und nichts. Ja, gibt auch immer mal welche, die nicht blühen. Das sind so junge Zwiebeln, wahrscheinlich zu wenig gedüngt, aber die großen fetten, die blühen jedes Jahr schon Ewigkeiten und drei Tage. Naja, so sieht es dann halt aus, wenn die dann Blätter haben. Sieht noch nicht aus. Also man könnte die auch auf den Balkon stellen, rausstellen im Garten. Habe ich einmal probiert, das ist Mist. Also die vertragen erstens mal keine Sonne. Sonneneinstrahlung, da verbrennen die. Und wenn man dann die Ameisen und sonst was von Viehzeug in die Töpfe hat, das muss ich nie unbedingt haben. Auf dem Balkon, vielleicht im Halbschatten, funktioniert das. Kann man machen. Oder auch nicht. Aber es ist im Prinzip kinderleicht. Und hier steht noch eine ganze Batterie, da seht ihr es, die hocken noch. Das ist aber schön, da habe ich immer frische Blüten und nicht alle auf dem Maul. Und hier ist auch wieder so eine Verblüte dran und zack, zieht man dran und da hat man den Wurstel, wenn er richtig eingewelkt ist und alles ist gut.